In Halberstadt habe ich etwas völlig Außergewöhnliches gefunden. Mein Arbeitskollege, passionierter Musiker, hat mir davon erzählt. Hinter mir entsteht eine Orgel. Über die nächsten Jahrhunderte wird hier ein Stück von John Cage gespielt. Immer ein Ton, der Monate, manche Jahre dauert. Ihr hört momentan einen Ton aus, nein, ihr hört eigentlich drei Töne. Und jedes Mal, wenn ein neuer Ton dazukommt, gibt es auch vielleicht eine neue Orgelpfeife. Und was noch interessant ist, es gibt ein riesiges Event. Hier sind Tausende von Menschen in dieser kleinen Kirche, dieser alten Gemäuer. Ich weiß gar nicht, was mir besser gefällt, dass das alles uralt und eigentlich auch nicht instand gesetzt wurde. Ihr seht es im Hintergrund. Ich versuche das alles mal ein bisschen zu zeigen. Diese Orgel an sich wird also immer weiter erweitert, wenn genug Geld da ist. Und in 600 Jahren wird dieses Orgelstück beendet sein. John Cage wollte, dass man dieses Stück so langsam wie die nur möglich spielt. Und man hat sich hier entschieden, dieses Stück über 600, ich glaube 38 Jahre, guckt es nach, zu spielen. Ich finde es fantastisch, dass es solche Verrücktheiten, solche Kunstobjekte gibt. Wie arm wäre die Welt, wenn wir das nicht hätten.